Ich bin der Rui, 41 Jahre alt. Ich bin der Dung, der jüngere Bruder, genau 7 Minuten jünger. Wir sind so ein Team, was schon immer ein Team war, und Zwillingsbrüder, und haben gemeinsam die Firma des Tortschiebel gegründet und aufgebaut. Aufgeben war überhaupt keine Option, aber da haben wir auch wirklich gesagt, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Nochmal Geld in die Hand genommen, nochmal die allerletzte Kollektion gemacht und nochmal gehofft, dass es irgendwie funktioniert. Und plötzlich kam Bastian Schweinsteiger. Genau, Bastian Schweinsteiger. Der hatte unser T-Shirt angehabt, Bild-Zeitung hat groß gedruckt, die Bunte hat groß gedruckt. Und auf einmal hatten wir wir waren ja immer so ein Label, wo so Geheimtipp, coole Schnitte. Aber wir haben diese 20. breite Masse einfach noch nicht gehabt. Und mit Bastian Schweinsteiger hatten wir einfach unser Glücksmoment, und der hat einfach die Marke breiter gemacht. Genau, das war dieses Tanktop, was angehabt hat, mit diesen großen Klingen. Wir haben dann im Online-Shop gesehen, so plötzlich Verkäufe gingen nach Stunden nach oben, und das Ding war ausverkauft. Und wir hatten auf einmal Umsatz gemacht. Basti hat dann irgendwann zu uns gesagt, hey, er supportet uns. Dann haben die Meisterschale gewonnen, hat neben der Schale hat unsere Tüte hingestellt und dann ein Foto gemacht auf seinen Kanälen. Und genau, wir haben es natürlich dann durch unsere Social Media Kanäle geschossen. Genau. Und dann ging das. War so der Startschuss, wo plötzlich, sagen wir mal, Licht im Tunnel war. Wir haben gemeinsam einen Freund gehabt, und auf der Hochzeit hat er so eine Videobotschaft gehabt und hat auch unser Zeug angehabt. Also wir wussten bis dato gar nicht, dass er wirklich unsere Marke trägt, aber es waren 4, 5 Videos, und in jedem Video hat er irgendwie was anderes von uns angehabt. Da haben wir uns natürlich alles so gefreut. Er natürlich immer wieder andere Spieler geschickt, und mittlerweile haben wir aus der Filmbranche, yes, Sport, ganz viele. Wir haben natürlich jetzt nach 10 Jahren viele prominente Anhänger, die Marke feiern, aber er war so der Erste und eigentlich der Wichtigste, weil wir waren schon kurz vorm Abnippeln. Ich glaube, noch ein Jahr hätten wir nicht gemacht, weil das nicht war... Ein Jahr, das war noch ein Monat. Ein Monat. Und das Ding wäre, ciao, wir waren kurz davor. Auch wenn wir gewollt hätten, aber es waren überhaupt keine finanziellen Mittel mehr da. Es war der Hahn, das hat nicht mal getropft. Wenn die eigene Familie schon nicht mehr dran glaubt, aber so hofft, dass wir es schaffen, dann waren wir schon ganz nah am Abgrund. Aber mit viel Glück und mit viel Fleiß haben wir doch noch die Kurve gedreht. Und dann sind wir immer wieder zurück, weit weg vom Abgrund. Das Label heute ist natürlich super, super verbunden mit dem Nachtleben. Wir haben sehr eng diesen Crew-Gedanken bei der ganzen Geschichte, weil wir das auch gelebt haben. Also wir haben ein kleines Team gehabt, wir haben zusammen gelebt, wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen Probleme durchgestanden. Es war irgendwie so eine Energie da, und dieser ganze Crew-Gedanke war natürlich auch so, dass der automatisch sich ein bisschen auf unsere Kundschaft irgendwie so infiziert hat. Ich meine, wir haben auch heute noch irgendwie so das Toll People-Kunden, wenn sie sich irgendwo sehen, auch in der Welt, die grüßen sich, wenn sie zum Beispiel... Das ist ja das Schöne. Jemand man kennt sich, weil das eine Familie ist. Ja, das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, glaube ich, was wir da damals inszeniert haben, aber es war unbewusst. Wir haben eigentlich viel aus dem Herzen irgendwie, aus dem Bauchgefühl irgendwie gemacht. Vieles war im Nachhinein super cool und super richtig auch. Wir haben natürlich ein krasses Netzwerk damals auch schon aufgebaut gehabt. Das Netzwerk hat uns über die Jahre so ein bisschen mitgenommen, ein bisschen abgefedert, weil wir natürlich Freunde, die mit uns früher gefeiert haben, sind jetzt plötzlich in Positionen in der Mode, sind Moderedakteure, Fashion-Direktoren, erfolgreiche Modefotografen geworden. Und da ist natürlich dann einfach zu sagen, hey, pass auf, wir sind noch völlig am Anfang, aber wir sind Freunde, kannst du uns da ein bisschen supporten? Also so haben wir eigentlich in der Anfangsphase die Marke auch ein bisschen aufgebaut. Als wir, das war auch so eine Geschichte, Black Friday, das da ganz groß in Amerika, reduzieren die alle Preise. Auf einmal hatten wir 2000 Bestellungen an einem Tag gehabt. Wir haben in 3er-Schichten gearbeitet, um das Ganze, wir haben ja selber noch verpackt und rausgeschickt. Da haben wir die ersten 600 Pakete fertiggestellt, haben gesagt, okay, es wird immer weniger. Es wurde nicht weniger. Es kam immer nach und nach und nach.
Da war auch eine lustige Anekdote. Wir haben zu viel verpackt. Da habe ich einfach mal mein Handy aus Versehen mitverpackt an den Kunden geschickt. Und der Kunde hat irgendwann mal mein Handy wieder zurückgeschickt. Ja, ich meine, wir arbeiten jetzt beruflich 10 Jahre schon zusammen, haben eigentlich immer alles gemacht und geteilt. Und wir ergänzen uns einfach sehr gut. Ich meine, mein Bruder macht mich mit seiner Verpeiltheit manchmal verrückt. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich immer der Erste, der in den Ring steigt und die schwierigsten Schlachten für uns gewinnt, weil er einfach ein hartem Nehmen ist. Ich bin mehr so der kreative Kopf in der ganzen Geschichte und ich da ein bisschen rausgehalten werde. Und es ist natürlich auch super gut, dass wir uns so ergänzen. Das ist einfach, ich meine, wir sind Zwillinge, das ist einfach 100% Trust. Das ist Familie, das ist Blut ist dicker wie Wasser. Und das haben unsere Eltern immer schon vorgelebt. Und wir haben natürlich auch in den letzten 10 Jahren auch ein bisschen reflektiert. Und er war immer jemand, auf den ich mich grundsätzlich immer hundertprozentig verlassen konnte. Die Firma würde es in der Konstellation, wenn es nur einen geben würde, gar nicht existieren. Also uns gibt es nur im Doppelpakt. Wie Ying und Yang. Genau, die Foo Brothers kennt man hier, man sieht uns eigentlich immer zusammen. Wir haben uns seit 30 Jahren nicht, 20 Jahren? 25 Jahren. Wir streiten uns einfach nicht. Wir wohnen auch zusammen. Er kocht besser als jede Frau. Warum ändern? Nee, wir sind auch so, also wir telefonieren ja täglich auch von Bett, von Zimmer zu Zimmer mit den Handys. Wenn wir zu faul sind, rauszugehen, irgendwie uns zu unterhalten, aber das ist halt so eine starke Verbindung zueinander. Das ist eigentlich entweder hassen sich Zwillinge abgrundtief oder die lieben sich. Und in dem Fall ist es so, dass wir uns wirklich sehr gerne mögen. Ich meine, wir arbeiten in einem super harten Business. Es kommen jedes Jahr so viele neue Brands auf den Markt, aber es verschwinden auch viele, weil man braucht mindestens, also wir haben 6-7 Jahre gebraucht, eine Marke aufzubauen, und eine Marke aufzubauen bedeutet super viel Arbeit zu investieren, aber man muss natürlich auch super viel Geld bereit sein zu investieren, und manchmal verliert man es, manchmal kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, okay, das hat sich rentiert, aber das weißt du nie. Nee, man muss auch verdammt leidensfähig sein und man braucht auch Glück. Ja. Wir hatten auch sehr viel Glück. Wenn Basti nicht gewesen wäre, wer weiß, was wir gemacht hätten. Hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Also es gibt wahrscheinlich einfache Wege, Geld zu verdienen. Ja. Aber wir waren einfach super jung. Also wir haben, es war wie so ein, sagen wir mal, so ein bisschen naiv. Also wir waren, erst nachdem wir das Geld ausgegeben haben, haben wir gemerkt, okay, wir sind mittendrin. Okay. Das ist jetzt nicht mehr Spaß, sondern wirklich todernst, wo wir uns auch überlegt haben, okay, wir müssen ja irgendwie alles zurückzahlen. Das war immer so ein bisschen Ausblenden der ganzen Problematik, der ganzen Probleme, solange noch Geld da war. Und irgendwann kamen wir zu einem Punkt, wo das dann auch ernst wurde, wo wir auch gesagt haben, okay, das ist jetzt hier kein Kindergarten mehr, wir haben massive Probleme und die müssen gelöst werden. Es war so. Aber genau an diesem Punkt, wo man ist, da entscheidet sich, schafft man es oder schafft man es nicht. Ich glaube, der liebe Gott hat uns ziemlich geprüft. Und jetzt kommen halt die guten Zeiten. Also wir sind super dankbar. Wir sind eigentlich uns immer bewusst, dass wir in der glücklichen Situation sind, dass wir noch da sind. Aber wir sind immer auf der Hut, weil es kann heute auf morgen passieren, dass deine Marke einfach weg ist, weil die harte Zeit hat uns auch geerdet. Ja, wir sind, weil es gibt keinen Grund abzuheben, weil es geht ganz schnell wieder nach unten. Genau, wir sind Freunde, die uns kennen, die wissen, wir sind immer noch die Typen von früher. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von uns, weil wir waren immer freundlich zu jedem. Also es gab auch in der Jugend oder in unserer Anfangszeit überhaupt keinen Grund, irgendwie arrogant zu sein, weil du Barkeeper in einem Promi-Club bist oder so. Das war für uns immer ganz wichtig, dass wir am Boden bleiben. Das sind einfach Werte, die wichtig sind, für uns auch wichtig sind, die auch natürlich auch jetzt hier in die Arbeit und ins Team einfließen. Und dadurch, dass wir hier die Gründerväter sind, können wir natürlich auch das Team so entsprechend beeinflussen, damit sie unsere Philosophie auch leben.